gleichzeitig zur Rede? Oh, wir haben jede Menge Zeit. Danach können wir sogar noch Karussell fahren. Wavilov schwingt auf der Icarus-Plattform. Diese 1950 erbaute Stadt in den Wolken ist ein Wunder moderner Wissenschaft und Technologie. Hier leben führende Wissenschaftler aus allen anderen Sowjetrepubliken, einschließlich der deutschen SSR. Man muss schon außerordentlich brillant und engagiert sein, um hier zu arbeiten. Darf ich dir eine Limonade anbieten, Genosse? Ja, danke. Ein Roboter steckt in einem Baum fest. Mal wieder. Am Navigationssystem der Roboter wird immer noch gearbeitet. Ja, sieht ganz so aus. Was für ein schöner Tag. Was ist mit deinen Hoverrobotern los? Die drehen ja durch. Was hast du mit ihnen gemacht? Den ganzen Tag geht das so. Vollkommen im Eimer. Diese Häuser müssen gestrichen werden. Aber sieh nur, was sie getan haben. Gib mir deinen Steuercode. Ich richte das. Halt still, Schweinchen. Vielen Dank. Der Code ist 0451. Okay, dann. An die Arbeit, ihr Penner. Macht schon. Macht schon. Mensch, du hast's geschafft. Tausend Dank. Viel Spaß bei der Feier. Guten Morgen, Dr. Sechenov. Alles ist gut. Erwarte Befehle. Wie gefällt dir der neue Handschuh? Besser als der alte. Ich gewöhne mich dran. Wie erwartet. Ich habe das Gerät selbst entwickelt. Sei vorsichtig damit. Es ist wichtiger, als du vielleicht glaubst. Ja, Dr. Sechenov. Ich pass drauf auf. Melde dich beim Labor, um deine Handschuhintegration abzuschließen. Ich habe heute viel zu tun, deshalb wird Michael Stockhausen dich informieren. Ich melde mich später. Verstanden. Du wurdest zum Labor abkommandiert, Genosse Major. An der Luftstraße wartet eine Turbine auf dich. Sind die Befehle klar? Kristallklar. Hau endlich ab. Schön zu hören, dass du keine Fragen hast. Ausnahmsweise. Du Vollpfosten. Das Tempo des technologischen Fortschritts ist atemberaubend. InfoKiosk 55 ist ein offizieller Anbieter der Sowjetunion. Hier scheint jeder so glücklich und zufrieden zu sein. Wie in China. Warst du schon in China, Genosse Major? Ich war schon überall. Ich meine, mit Ausnahme von China, natürlich. Anlage 3826 ist nicht weit von unseren chinesischen Verbündeten entfernt. Ich mag ihre Tatkraft. Und
Angeblich soll es da schön sein. In der Tat. Genossen, der Tag wird kommen, an dem alle Planeten des Sonnensystems eine künstliche Atmosphäre haben. Wir werden die fernsten Sterne erreichen. Die für menschliches Leben Major Nechayev meldet sich zum Dienst, auf Befehl des Genossen Sechenov. Willkommen, Genosse Major. Heute findet ein freudiges Ereignis statt. Die Geburt